Hey Leute, ich bin's wieder, Banana Joe. Ich hatte eine kurze Pause, war noch ein bisschen krank, Schulstress und so weiter, aber jetzt kommen wieder die nächsten Reviews von mir. Und heute habe ich den Fantasia Pink Lemonade. Davon hatte ich einen 100 Gramm Shot. Ja, das war schon erstmal. Zum Schnitt, ich kenne die meisten, aber trotzdem zeige ich ihn nochmal. Ja, doch, sehr fein, schön feucht und gut zum Kopfbau. Zum Geruch. Man riecht leicht so eine Zitronennote raus. Zitronennote. Und leicht säuerlich ist er vom Geruch. Was mir gefällt. Also ich mochte ihn vom Geruch her und selbst der Postbote, der mir den Shot geliefert hat, hat dran gerochen und meinte, boah, was ist das denn? Riecht er voll lecker. Und ich meinte, ja, das ist Tabak für meinen Shisha. Meinte er, oh, was, wie geil. Wollte mir das gar nicht mehr hergeben. Aber egal. Zum Rauch. Schön weißer, dichter Rauch. Wie man es von Fantasia kennt. Zum Geschmack. Man schmeckt die Zitrone gleich raus. Er ist nicht so säuerlich, wie er vom Geruch anlässt, was mich leider enttäuscht, da ich säuerlichen Tabak gerne rauche, aber es ist nicht schlimm. Der Tabak ist für mich nicht für jeden Tag geeignet, so ab und zu mal ja, vor allem jetzt im Sommer passt er. Setup, ich rauche diesmal mit der Powerbowl, 4 Lagen Alu, Atomlochung, 3 Bricos, mein Leckschlauch, diesmal wieder mit meiner PM330. Anbauphase war ungefähr 2 Minuten, ein bisschen länger als sonst, hat mich gewundert. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Pink Lemonade ist, ist ein Cocktail, besteht aus Kirschwasser, Wein Rosé, Orangensaft, Zitronensaft und Läuterzucker und dazu noch ein bisschen Soda. Ja, dann sollte ich noch ein paar Leute grüßen. Einmal Kiki, dann Snoop Cool, den Alfaka-Raucher, den lieben Lil Chris Brown und dann auch an den Jones, gute Besserung und viel Spaß im Urlaub. Hoffentlich sehen wir dich bald wieder. Demnächst folgen noch halt 2 Alpaka-Sorten, Wassermelone und Zitrone und ich habe in meiner Kiste 2 Sorten von Almasa gefunden, die ich auch testen werde. Einmal den Wassermelon-Tabak und was war das andere? Banane. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.